heute sind wir beim dritten Teil von unserem Vlog. Heute gibt es ein leckeres Fleischgericht mit Reis und Soße, dazu einen leckeren Salat und vielleicht noch eine Nachspeise mit Vanilleeis. Und jetzt fangen wir mal an. Da ist schon mal alles, wenn ein Salat reinkommt. Ich muss dann noch die Schüssel herrichten. Hier ist das fürs Essen. Einmal das badische Schäufele, ich hoffe, ich sage das richtig. Die Soße, die mache ich nicht selbst, die hole ich jetzt aus der Packung. Und den tollen Reis, den wir im Urlaub gekauft haben. Der ist wirklich super lecker. Damit habe ich auch schon mal Milchreis gekocht und es funktioniert einwandfrei. Heute haben wir auch schon die Küche ein bisschen aufgeräumt. Jetzt fehlt nur noch da vorne, dass dann die Kinder was angegriffen. Das ist Melinas Kunstwerk. Das hat sie selbst montiert, sieht man an dem dunklen Klebeband. Aber ja. So, dann fangen wir mal an. Mann. So, da haben wir das tolle Gerät. Auf 180. So, jetzt machen wir es mal aus der Backung raus. Dankeschön. Legen wir das Blech drauf und dann kommt es in den Dampfgarer rein. In der Zwischenzeit werden wir den Reis zubereiten und die Soße und den Salat. So. Dauert jetzt 50 bis 60 Minuten. So, jetzt macht man das heiße Wasser rein für den Reis. Hier reicht der kleine Topf dahinter. Dann kommt jetzt noch der Reis hinein. So, hinten dann die drei Packungen von der Soße. Es gibt zwar leckere dunkelbraune Soße ab. Und Reis dazu und Salat dazu. Und das hat, glaube ich, jeder dann ganz toll gegessen. So, jetzt fangen wir mal an mit dem leckeren Salat. Nehmen wir heute den Eisbergsalat her. Und zwei große Köpfe gekauft. Jede kleine Menge, ich hoffe, ich finde das. So,
noch nicht so viel. Aber man sieht schon die kleinen Eiskristalle immerhin. Dann sollen die Kinder mal kosten. Bis das vom Geschmack her klappt. Dann dreht sich natürlich auch immer noch etwas. Und dann schauen wir mal, ob es in kleinerer Menge dann einfach cooler wird. So, der Salat kommt jetzt auf den Schnittlauch rein. Der letzte Rest, den wir zum Nacht gekauft haben. Wir können auch bald einmal den Schnittlauch aus dem Garten ernten. Und diese Blätter, die übrig geblieben sind, die gebe ich den Hühnern. Also diese hier. Die nehmen das ganz gerne. So, und das Restliche ist ein ganz besonderes Salatdressing, das ich jetzt bald mache. Das ist vorbereitet in einer großen Menge. Es ist jetzt fertig. Es ist perfekt geworden. Die Soße machen wir danach. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Salatsoße. Also das ist ein ganz leckeres Dressing aus Preiselbeeren, Senf, Essig, Öl, Salz, ein bisschen Zucker. So, habe jetzt schon die Preiselbeeren da reingetan. Jetzt kommt noch Senf dazu. Ungefähr halb so viel wie Preiselbeeren. Dann ein bisschen Salz. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Ein bisschen Zucker. Der Rest wird dann mit Essig aufgefüllt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Apfelessig dazu. Und alles wird verrührt. Es werden nicht viele dieses Dressing kennen oder vielleicht gar niemand, aber wir nehmen das immer wieder her als Abwechslung zum normalen Öl-Essig-Salz-Dressing. Jetzt hat sich das alles schön vermischt. Und das machen wir dann erst rein, wenn wir essen gehen, damit der Salat dann nicht weich wird. So, fertig ist das. So sieht das aus. Auf den Salat tun wir dann immer wieder auch Eier, gekochte Eier drauf. Unsere Hühner legen in letzter Zeit nicht so viel, deswegen mussten wir sie diesmal kaufen. Aber normalerweise holen wir die aus dem Stall. So. Und das legen wir danach auch am Schluss auf den Salat, wenn er mariniert wurde, damit das Ei nicht komplett zerfällt. So, so, der Braten ist jetzt fertig. Versucht man den da rauszuholen. So, und legen ihn da auf das Brett. Zuschneiden werden wir dann auf den Tisch dann. Das ist perfekt geworden. Der Reis ist auch ganz toll geworden. Die Soße wird gerade erhitzt. Noch die Salatsoße, die Eier und zweimal Salat. Und dann gehen wir gleich essen. So, die Salate sind jetzt fertig. Und jetzt können wir sie auch schon auf den Tisch stellen. So, das Essen ist jetzt fertig und steht schon auf dem Tisch. Lecker Salat, dazu Apfelsaft mit Wasser. Und die Bratensoße, der Reis und dann das Fleisch, wo wir ganz dünn aufschneiden.
heute machen wir einen leckeren Obstsalat. Dafür müssen wir noch ein paar Zwetschgen reinschneiden und Bananen. So, jetzt mal den Obstsalat verteilen auf die Teller. So, das war's jetzt heute wieder mit unserem Video. Heute ist es mehrheitlich ums Essen gegangen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!